Hey Leute, heute beschäftigen wir uns mal mit den neuen Wintertruhen und um die neuen Frostteufeltruhen. Und damit ihr nicht komplett leer ausgeht, Leute, machen wir natürlich gleich ein paar schöne Frostteufeltruhen auf, ja. Dann könnt ihr einmal sehen, was drin ist. Ja, und dann könnt ihr selber entscheiden, ob es worth it ist, ob ihr sie kauft oder halt nicht, ja. Damit spare ich euch oder hoffentlich einigen ein paar Ride Points. Also, zuallererst schauen wir aber, was ist der Unterschied des Lootes in den Boxen. Ja, jeder dieser neuen Truhen enthält sogenannte Winterfreuden-Süßigkeiten. Mit diesen könnt ihr unter anderem Symbole wie diese drei hier erstellen oder ihr könnt sogar temporäre Emotes wie diese hier erstellen. Außerdem gibt es eine kleine Drop-Chance, dass ihr Fragmente der Schatztruhe des Porokönigs bekommt. Solltet ihr drei Stück davon haben, könnt ihr diese zusammen craften und dann bekommt ihr diese Truhe hier raus. Und in dieser Truhe ist garantiert ein permanenter Skin, also ihr bekommt keinen Skin-Splitter, sondern ihr bekommt garantiert einen permanenten Skin. Und da ist eventuell noch mehr drin. Ich hatte leider noch keine Kiste, deswegen kann ich es euch nicht genau sagen. Was ich euch aber sagen kann, ist, ihr bekommt garantiert einen permanenten Skin. Gut, ich würde sagen, da haben wir auch genug gequatscht. Wir machen einfach mal 5 von diesen komischen Frostteufeltruhen auf, ja. Eigentlich ein bisschen schade, ich dachte, die sind jetzt hier so blau animiert, aber darauf hatte Riot anscheinend keinen Bock. So, dann gucken wir mal rein. Also, wie wir Tundrafiss. Okay, habe ich nicht gerade eben. Ohne Witz, Leute, ich habe vor. Leute, ohne Witz. Ich habe vor dem Video, habe ich hier. Man sieht es ja, ich habe ja schon diese Süßigkeiten. Ich habe eine einzige Truhe aufgemacht und ich habe auch Tundrafiss bekommen. Vor 5 Minuten. Also, ob ich euch empfehle, diese Skins, diese Truhen zu holen? Nein. Na, wir schauen mal weiter. Ja, also. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, Eisrachen Shyvana, super. Ihr bekommt auf jeden Fall den ganz normalen Loot. Also ihr bekommt die ganz normalen Skinsplitter, die ihr auch bei den ganz normalen Truhen bekommt. Ihr bekommt halt, wie gesagt, diese Süßigkeiten nur dazu. Und mit denen, wie ich ja gerade eben schon gesagt habe, könnt ihr halt ebenfalls Emotes oder halt irgendwelche Symbole euch kaufen. So wie es halt aussieht, kriegen wir jetzt auch nichts großartig Neues. Freya Talia ist ein epischer Skinsplitter, ja, kann man machen. Oh! Fragment des Schatztruhen des Borokönigs. Woo! Aber jetzt haben wir davon nur eine und ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt 2 hintereinander bekommen. Ja, haben wir jetzt schon verkackt. Frostkönigin, yo, der Skin ist eigentlich, der ist sick, aber ich spiele halt keinen Support, Leute. Mann. So, jetzt möchte ich bitte, Zombie Nunu haben. Zombie Nunu. Ah! Ja, na gut, Eisiger Olaf ist ja. Ja, werde ich nicht. Oh, ich habe ja schon. Ach, ich habe 2 davon. Guck mal, die wollen jetzt unbedingt, dass ich mir jetzt noch ein paar Kisten hole, damit ich einen permanenten Skin bekomme. Und eigentlich lohnt sich das. Leute, pass auf. Wir machen jetzt noch eine Truhe auf. Eine kaufe ich noch, aber nur eine. Ja, und dann, ach nein, mein tägliches Kauflimit ist erreicht. Oder? Ah, das ist natürlich bitter. Gut, wir machen keine Truhe auf. Was ich auch noch sagen wollte, also in diesen Wintertruhen und Schlüssel ist im Endeffekt genau dasselbe drin. Allerdings bekommt ihr nur einen von diesen Winter-Süßigkeiten-Scheiß. Wie heißen die Dinger? Genau, Winterfreuen-Süßigkeiten. Also wenn ihr diese Frostteufeltruhen kauft, dann bekommt ihr von diesen Süßigkeiten immer 3 Stück pro Kiste. Wenn ihr die Wintertruhen kauft, dann bekommt ihr immer nur einen pro Kiste. Ihr habt halt bloß die Chance, wenn ihr euch die neuen Kisten kauft, dass ihr halt, wie gesagt, diese... Wo sind sie? Hoppala, das war falsch. Genau, dieses Fragment hier, ja. Das ist das Einzige, was es halt wirklich neu gibt, plus diese komischen Dinger hier. Diese, na sag schon, Winterfreuden-Süßigkeiten. Ja, das ist halt im Endeffekt das Einzige. Also wenn ihr euch sowieso Kisten kaufen wollt, dann ja, könnt ihr das jetzt eigentlich machen, weil das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Denn ihr habt immer die Chance, dass ihr halt diese hier bekommt. Na, das ist eigentlich ganz gut. So, ich hoffe, ich konnte einige Fragen von euch klären. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst mir gerne ein Abo da. Wenn euch das gefallen hat, dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Und falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich beantworte sie euch sehr gerne. Und dann sehe ich euch beim nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.